Ja, ich grüße jeden herzlich zu diesem der Eternal Cylinder Livestream mit mir, dem Shining, beziehungsweise dem Video, was auf YouTube landet. Ich setze mich kurz ein bisschen näher ran. So, setz die Kamera noch ein bisschen um. Perfekt. Ja, beim letzten Mal haben wir es hier in diese Gegend geschafft. Wir waren bereit, schon zum nächsten Punkt zu reisen. Sofern alles abgespeichert wurde. Ich meine, ich habe danach noch manuell gespeichert. Kann ja gucken, ob hier offen ist. Dann wissen wir es ja. Hier ist offen. Also, nein. Ich darf noch mal ein paar Sachen noch mal neu machen. Die schneide ich für YouTube raus. Die Sprungbeine kann ich mir jetzt demnächst machen. Die will ich auf jeden Fall haben. Bei der, die Sprungbeine stets parat zu haben, dass ich höher springen kann. Klingt schon praktisch. So, jetzt bin ich hier raus. Jetzt update ich die YouTube-Leute auch nochmal, die das ja im Nachhinein kriegen. Da war ich offenbar doch noch nicht drin. Ich habe dort jetzt das Rezept für die Sprungbeine bekommen. Dafür muss ich aber erstmal die Hub-Dinger überhaupt finden. Habe ich das grüne Ding eigentlich schon mal umgebracht? Komm, machen wir einmal. Einfach damit ich ein bisschen weniger Inventar gefüllt habe. So, komm her. Dich vernichte ich. Er ist schlau! Verdammt! Er flüchtet! Warum ist er intelligent? Nein! Laden! Verdammt, die 10 dann weiter als tot. Checkpoint laden. Wahrscheinlich der Punkt, wo ich rausgekommen bin. Okay, diesmal nicht mich selber umbringen. Es klingt immer verlockend, man muss es aber nicht machen. Ich greife diesmal auch erst mit der Gasbombe an. Ja, guten Appetit. Kaputt. Was lieferst du mir? Nix. Okay, das grüne Vieh umbringen bringt mir nix. Ich weiß, dass die Viecher umbringen jetzt auch nicht so viel bringt. Aber es ist immer noch besser, als mich von denen umbringen zu lassen. Nein! Aus. Tschüss. Tschüss. Ihr könnt nix. Okay, da sind schon mal die einen Teile, die ich brauche. Und zwar die grünen. Super. Ich habe eine Partei eingesammelt. Ich brauche noch was anderes. Und zwar auch noch diese komischen Knollen da. Keine Ahnung, wie die heißen. Aber die gibt es ja in Hülle und Fülle. Und zwar genau die. Die meinte ich. So, hab die drei. Kann ich weitergeben. Passt so. Jetzt muss ich halt nur mal Wasser finden, das nicht gefroren ist. Kann ich mir zumindest schon mal die eine Fähigkeit gönnen. Werde ich aber wahrscheinlich nicht finden. Mir ist übrigens aufgefallen, die Viecher sind nicht mehr registriert.
Komm her. Bong. Ich muss den irgendwie aufbrechen. Einfach gegen den Stein werfen war es, glaube ich. Oder von dem da fressen lassen. Vom Omnaham. Komm mal hier, Omnaham. Ich habe was Schönes für dich. Ja, Fries. Du sollst nicht versuchen, mich zu fressen. Du sollst den da essen. So, guten Appetit. Nein. Weiter tot oben. Wissen, dass wir das Ding nicht essen wollen. Okay, ich sammle das Ding nochmal ein. Ich will es also einfach in der Liste haben. Irgendwo hier war es doch. Da ist ein Ei. Ich habe schon den Trupp, ehrlich gesagt, voll. Da sind nur diese grünen Pestbollen. Irgendwo hier war es doch, oder nicht? Ach, egal. Erstmal auf die Karte gucken, wo wir überhaupt lang wollen. Wir wollen ein bisschen mehr mittig sein. Genau, zu dem Turm wollen wir. So, gut positionieren. Und natürlich mit vollem Leben reingehen ins Geschehen. Und hoffen, dass der Mathematiker nicht mehr diesen macht. Das Ding rollt jetzt und dasselbe tun wir. Weil ich ein größeres Ausdauerrad jetzt habe, kann ich auch länger rollen. Das ist doch was Positives. Oder etwa nicht. Das Ding müsste ich eigentlich jedes Mal, wenn ich sehe, mitnehmen. Schon quasi Pflicht. Unglaublich, ich habe keine Ausdauer mehr. So, jetzt habe ich wieder Ausdauer. Rollt, Jungs, rollt! Jetzt passiert bestimmt irgendein Mist. Deswegen erstmal Ausdauer sammeln und weitergehen. Oder ist hier was? Nein, hier wird Mist passieren. Ich gehe schon mal weiter. Während ich was esse. Ach, das sind die Kristalle. Diese Kristalle soll ich ja sammeln. Stimmt. Geh kaputt. Ich hab's kaputt gemacht. Hat's mir was gebracht? Nicht im geringsten. Bong. Wo könnte die das Material sein? Vielleicht da oben? Wo es so komisch aussieht? Erstmal essen. Ich versuche heute übrigens nett zu Yannick zu sein und ihn keine merkwürdige Transformation machen zu lassen.
Ich habe nämlich schon so einiges gehört, dass er enttäuscht von mir ist, weil ich ihn ständig böse Sachen antue. Angeblich bin ich da nicht gemein. Das ist ein Ruf, den will ich nie haben. Komm. Wie hieß es letztens in seinem Stream, kurz bevor er mich geradet hat? Er ist immer gemein zu mir und ärgert mich. Das hat er gesagt, bevor er immer mich geradet hat. Soll ich das Ding kaputt machen? Müsste ich aber mit einer Energiebombe, meine ich, treffen. Warum sind hier so viele von dem? So von diesen Lichtdingern. Was bist du eigentlich? Aua! Ach, ich muss den besiegen. Der hat, was ich brauche. Okay, dann mal die Munition rüber. Natürlich kann das zurückfeuern. Sag bloß, ich muss damit daran. Und das wäre... Au! Ja, ich merke mir, dass das seine Schwachstelle ist, aber ich würde gerne mit vollem Leben in den Kampf gehen. Ich hab's kaputt gemacht. Nicht so nah dran stehen, Leute! Genau deswegen! Man kommt nicht näher dran. Aua. Muss Kameraden wechseln. Okay. Gib mir deine Geschosse. Ich muss mir diese Geschosse holen, bevor sie zu mir fliegen können. Wo bin ich? Ich bin der Einzige, der hoch genug springen kann. Ah, okay. Nehmen und schießen! Diesen Kampf werde ich gewinnen. Da ist noch so ein komisches Ding. Auf Flucht, bis der... Genau, genau bis das kommt. Feuer! Komm! Ich will weg! Bevor ihr alle verdroschen werden. Okay, irgendein Stein, der leuchtet. Irgendein. Fries! Ich bin gestorben. Ja, aber ich kann doch nicht zulassen, dass hier all meine Leute sterben und auch noch ihre Transformationen verlieren. Ich will erst dieses eine Ding irgendwie platt machen. Gewonnen!
So, du nimm mal mit. Eigentlich, das Ding einfach nur so behalten. Ich habe Stinkekäse gefunden. Aber ich darf es Yannick nicht geben, sonst verklagt er mich. Okay. Fleischige Innere der Komponente, die dem Verein entrissen wurde. Komm, dann gebe ich mir die Ehre halt. Bin schon gespannt. Weil die Transformation, die ich gerade habe, ist eh unnütz. Kristallhaut lässt eine schützende Kristalle eine Schicht auf der Haut wachsen, die es ermöglicht, sich optisch an die Kristallformation anzupassen. Now that the Trebum had transformed themselves, they would need to find the largest crystal formation in the area. That would be Ja. the best chance at tricking the mathematician into absorbing them. Okay, absorbier mich. Komm, hol mich. Komm später zurück, Jungs. Oh Gott, ich habe gerade in die Mitte gesehen. Also für YouTube habe ich es wahrscheinlich rangezoomt, aber da war ein Gesicht mit einer Hand. In seinem Körper nochmal. Ist das jetzt einfach nur so ein Tarnungsding? Ja, dann kann ich das Yannick doch eigentlich geben, weil das ist eine recht coole Transformation. Hat einen richtigen Edge-Faktor. Dann wird er auch wunderschön. Ich dachte, das ist so eine körperliche Transformation, keine Hauttransformation. Ich versuche so gut wie möglich bei Sequenzen übrigens die Klappe zu halten. Hallo, du leuchtest. Geht's dir gut? Da vorne muss ich hin. So, fast geschafft. Jetzt muss ich warten, bis er zu Ende geredet hat. Ich halte so lange die Klappe. Jetzt geht's weiter. Ich gebe Yannick das, falls er in den Stream mal kommt. Dann darf Yannick eine wunderschöne Kristallhaut haben. Wieder durch. Also ich find's ja nice, ich hab den komplett reingelegt, ne, den Dude. Den Mathematiker. Ist er wahrscheinlich sauer deswegen. Karte ist weg. Das Wasser. Da ist nur Wasser vor mir. Oh, hier ist was Neues zum Erspähen. Flossensprungfisch.
Dann zeig mal, was du kannst. Ein Trevor mit einem derart an wasserangepassten Körper kann so lange schwimmen, wie er will. Ach, das ist dieser Amphibienkörper. Den ich wer weiß, wann gehabt haben soll. Angeblich. Ja, man kann nicht schwimmen, solange ich will. Na gut, bringt mir mehr als die vorherige Transformation tatsächlich. Da ist wieder das Auge, falls ich was suchen will. Ja, das ist diese Insel, wo ich hin sollte. Nee, da kommt dann noch einiges. Ja, den habe ich schon. Jetzt würde ich gerne noch den anderen Fisch haben. Den ich eh noch demnächst brauche. Ist das Eis? Nee. Ja, die anderen können da saufen, ist das Problem. Deswegen versuche ich ab und zu an Land zu gehen. Oder zumindest die an Land zu kriegen. Da ist die Wasserpflanze, die ich brauche. Sherpa, gönn dir. Wenn ich jetzt den roten Fisch habe, dann kann ich mir die Flossen für immer machen. Da ist er. Komm her, klein Fischi, komm her. Ja, ich kann mir die Transformation für die Unendlichkeit schaffen. Das hat jetzt Vorrang, weil dann können alle schneller schwimmen. Ich gebe dafür auch erstmal die Sprungbeine auf, weil die kann ich gerade weniger gebrauchen. Das nehme ich jetzt nur mit, weil Essen niedrig ist. So, Mutationsbaum. Gegenstände mischen. Super. Ah, ich habe noch mehr freigeschaltet, ohne es zu missen. Den regenerativen Körper habe ich freigeschaltet, den Aufblasbaren. Den Kubus, warum auch immer. Die Analyseaugen. Ey, jetzt brauche ich das Viech, Heslon. Dann kann ich mir die Analyseaugen für alle immer holen. Ein Schlauchrüssel. Gesallout kann ich leider nicht für die Unendlichkeit haben. Ja, cool. Toll, da muss ich Kristalle sammeln und was auch immer das da ist. Dafür brauche ich die Sprungdinger. Die brauche ich gerade. Am liebsten würde ich einen Mineralprozessor ja für die Unendlichkeit haben. Dafür muss ich erst dieses eine Vieh finden. Ich muss dafür den Omnaham killen. Ja komm, dann mache ich das hier so lange verfolgen. Weil das kann ich am ehesten erfüllen. Bis das kommt. Rebo Madunga. So, dann schwimme ich jetzt zu der Insel. Den Hüpfschwanz brauche ich ab sofort nicht mehr. Er ist für mich unnütz geworden. Warte mal,
Kann ich mit diesem komischen Auge, was ich habe, das habe ich, glaube ich, Sherpa gegeben. Das dritte. Ja, das sieht bei ihm echt merkwürdig aus mit dem Kubus-Körper zusammen. Compendium Kreaturen. Wo ist er? Ach, ich kann damit eh keine Viecher aufspüren. Den brauche ich aber auf jeden Fall. Den finde ich halt in diesen Wäldern. Nebenbei, wenn ich einmal so ein Ballon-Ding finde, dann kann ich mir direkt dort den Ballonkörper für Ewigkeit machen. Was kommt eigentlich dabei raus, wenn ich beide Wasserpflanzen zusammenschmeiß? Also was kommt da für eine Muni raus? Zack. Und zack. Ah, da kommt eine Gasbombe bei raus. Na gut, wenn ich Gasbomben haben will, weiß ich ja jetzt, was ich zusammenschmeißen muss. So, fast geschafft. Ich will gar nicht wissen, was das für Viecher im Hintergrund sind. Tutemte, der Älteste. Wo ist Opa? Da ist Opa. Mann, bist du dick. Tanzt dir auf der Nase rum. The Trevor were happy to find a friend resting on the island. However, they quickly realized. Riese. Ja, jetzt kommt das nächste Kapitel, definitiv. Oh, warum immer direkt so negativ? Wahrscheinlich kann diese Insel aber nicht zerstört werden, oder? Weil, wenn ich jetzt hier die Dinger besuchen muss. Weil ich muss ja dafür irgendwo anders hin. Ich muss drei komische Dinger finden. Swim over to the other side and seek the Trawala that guards my brother's temple. He will explain what you must do. Okay. Know that my spirit will dance and sing when you succeed where I have failed. Okay, Opa, wir gehen. Gibt jetzt nur einen Weg, wo ich hin kann, ne? Das nehme ich mal mit. Oh, da liegt was direkt für mich. Das Spiel denkt mit. Ja. Liegt da hinten auch was? Ah, da dachte vielleicht in jeder Ecke liegt jetzt ein schönes Item für mich. Die Dinge da im Hintergrund sehen echt merkwürdig aus. Hat es einen Sinn mit diesen Dingern? Anscheinend nicht. Einfach schwimmen. Wir hoffen, dass das gut geht. Hoppa! Weiß nicht, was ihr seid, aber gleich werde ich es wissen. Bewigarung. Was ist das? Nämlich.
ganz schnell irgendwas wegschmeißen und das Vieh mitnehmen. Ich hab's eingesammelt und jetzt weiter. Ich bin eh knapp am Turm. Das kann nur funktionieren. Wir haben auf jeden Fall das nächste Gebiet gefunden. Wir sind in einer Wüste. Bin schon gespannt. Jetzt muss ich mir definitiv was gegen Hitze suchen. Was hat das Ding jetzt umgebracht? Das da. Während der hellsten Stunde des Tages ist die Wüste zu heiß für die Treppums. Wenn du den Schutz der Schatten oder des Wassers suchst, werden deine Treppums langsam Gesundheit verlieren. Ja, ich kann mir denken, welche hier vor der Hitze schützt. Ich brauch mal kurz das. Stirb mal bitte. Ich sagte, du sollst verrecken. Oder dich zumindest verkriechen. Befreier. Du Hässlichkeit. Ich lade mal kurz letzten Checkpoint. Also ich finde es schon interessant, dass wir in einem neuen Gebiet sind. Warte, erstmal beiseite wegen dem Heslon. Aber ich will ihn scannen. Der hat mir wieder ein paar Transformationen geraubt. Holger hat ein bisschen was verloren. Warte mal, ist das die Transformation, die ich brauche? Nein, das ist nur Wasserspender. Ich habe das richtige Etwas gefunden. Das ist nur Essen. Mann, ihr geht mir auf den Keks. Oden. Ich wünsche dir viel Spaß. Habe ich das Ding kaputt gemacht? Nein, ich habe nur Kai umgebracht. Ey, die kommen auch noch als Gruppe an, um mich zu vernichten. Warte mal, erstmal das, was gebraucht wird, wird beiseite gelegt. Keine Ahnung, was das ist. Esse ich gleich. Erstmal will ich mich gegen Heslon wehren. Gib die scheiße Dinger her. Ach, das habe ich dem Falschen gerade gegeben. Ich finde mich selbst gerade nicht. Ey, da kommt ein Hässlicher nach dem anderen. Will mich nur einen Moment sortieren.
Welchen habe ich? Den, der das Heslon-Vieh dabei hat. Den gebe ich jetzt die Waffen in die Hand. Verreck bitte. Oder verzieh dich zumindest. Verzieh dich. Ich muss das Ding finden für Hitze. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das ist. Keine Ahnung, wie man das aufbekommt. Ich sollte nicht so verschwenderisch mit der Munition sein. Ich muss halt immer noch aufpassen mit der Hitze. Alles, was gerade zur Munition verwertet werden kann, an Yannick. So, mittlere Gasbomben mache ich gerade offenbar. Beim Mutationsbaum. Brauche ich eigentlich jetzt nur noch dieses eine Teil. Der Kubus-Körper braucht echt viel Zeug. Vor allen Dingen für den Kubus-Körper muss ich einmal so eine Schnecke finden. Habe ich meinen Verwerterer noch? Ja, ich habe Sunny noch. Also ich müsste auch Steinchen finden. Doch Schatten... Was hilft mir gegen Hitze? Nicht zufällig ihr, oder? Ess dich einfach mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ach, damit kann man schnell laufen. Ja, ist doch recht praktisch, wenn man gerade nicht viel Ausdauer hat. Ich brauche ein bisschen Munition. Akaya, halt mal bitte. So. Rüber damit und... Zack. Mittlere Streubomben. Immer mehr davon, bitte. So, ich muss nach wie vor finden... da bin ich. Ich bin der Einzige mit vier Beinen. Ich muss das Ding finden, was mich gegen Hitze schützt. Hat er irgendwie was genannt, was der sein könnte? Nee. Obwohl, vielleicht in den Teilen hier drin. Schieß mal, eins. Versuch es aufzumachen. Wäre natürlich praktisch, wenn die auch in die richtige Richtung fliegen. Ah! Okay, Problem hat sich gelöst. Ein Erdstoß kann Sachen zerstampfen. Auch interessant.
Die habe ich mir jetzt nicht zufällig im Mutationsbaum hier freigeschaltet, ne, dass ich sie machen kann. Nee. Aber trotzdem eine interessante Fähigkeit. Nur keine Ahnung, wie sie überhaupt nützlich ist. Und ich kann ja ein bisschen davon sammeln. Ach, wahrscheinlich, um das da zu zerbrechen. Dieses komisch und leuchtende Ding da. Okay, dann weiß ich auch nicht weiter. Es klappt nicht. Da leuchtet was. Und zwar massiv. Wofür ist das Stampfen gedacht? Ernst gemeinte Frage. Bringt es eigentlich was, hier in der Gegend einen Feuerrüssel zu haben? Ist das vielleicht der Hitzeschutz, den ich die ganze Zeit suche? Jetzt nie herausfinden. Jetzt werde ich es herausfinden. Und? Anscheinend ist das der Hitzeschutz? Fragezeichen. Also bei Arcaia scheint jetzt nicht die Hitzeleiste da anzuspringen. Ich muss einfach nur nach dem mit dem merkwürdigsten Bein ausschalten, dann weiß ich sofort, das bin ich. Ja, ich habe eine Stampfattacke. Was zum... Hey! Lass den los! Okay, ich merke mir, nicht zu den Skeletten. Skelette sind tot. Und warum bin ich jetzt bei dir? Ich will doch nur was gegen die Hitze haben. Die Teile da vielleicht? Muss man jetzt aufbrechen. Ach, warte. Zack, zack. Es reicht aus, die irgendwo hinzuwerfen. Ich wollte die gerade mit der Stampfattacke attackieren. Beiseite damit. Damit ich Inventar habe. Nehmen und aufs Beste hoffen. Was kriege ich? Das ist Tarnhaut. Weiß jetzt auch nicht, wie nützlich das ist. Und ganz ehrlich, ich sehe in den Stampfdingern generell keinen Nutzen. Ich hole mir jetzt dieses Steinchen da runter. Klang falsch. Ich habe das Gefühl, da hinten wartet der Tod auf mich. So, Sunny, verwerte das. Kannst du doch, oder? Ja, kannst du. So ein ganz kleines bisschen konnte ich gerade die Karte sehen. Die ganz links, beziehungsweise hier hinter uns, ist irgendwo ein Tempel. Zum Reingehen. Ganz nah an der Wand.
Also eine Zahnhaut finde ich eigentlich auch ganz praktisch, weil dann werde ich nicht die ganze Zeit angegriffen. So, in der Richtung. Möglichst nicht der Onkel Stinkstiefel. Ich sehe schon, wo. Einfach durch. Einfach durch. Die werden es mir schon nachmachen. Ich hole mir hier die Steinchen. Einfach nur zum Verwerten schon. Weil ich brauche ja insgesamt zwei. Dann habe ich die Augen für die Unendlichkeit. Warte, bis er den verwertet hat. Und ich habe gesehen, ich habe jetzt zwei, oder? Jawohl. Das kriegen direkt alle. Oder ich zumindest. Jetzt kann er mir die Analyseaugen nicht mehr raushauen. Gerade hat der Sound einmal ganz kurz gebackt. Der Heston ist wieder da. Ja, du interessierst mich da unten nicht. Ich hab dich, glaube ich, schon gescannt. Vielleicht kriege ich ja hier die Transformation gegen Hitze. Ja, ich liebe diese Rezepte. Warum die Beine? Das ist das Unnützte, was du mir geben konntest. Die Tarnhaut. Ja, da kann ich es verstehen, was auch immer das ist. Allein wenn du mir das oder das gegeben hättest, wäre das schon praktisch. Für das dritte Auge brauche ich nur drei von denen. Ja, das macht sich ja von selbst. Wenn ich die nicht aufbrauche. Endlich mal die Transformation für Hitzeresistenz wäre auch nicht schlecht. Das Ding ist ekelhaft. Ich probiere das jetzt einfach mal aus, ne? Hau ab. Ist doch mal den da. Den Wurm nehme ich mir mit. Dann renne ich in die Richtung da. Ach, wahrscheinlich könnte ich die als Ablenkung benutzen, weil die Viecher greifen ja lieber den an als mich. Erstmal rollen. Das ist das Wichtigste. Da vorne ist auch direkt ein Tempel, das heißt, ich kriege gleich die Karte. Das Vieh steht mega unpraktisch. Muss nur hier in die Zone reinkommen. Du wirst direkt mitgenommen. Guck mal, da ist direkt noch einer von denen. Okay. Wie viel habe ich? Drei. Muss ich auch noch vier von diesen einen Pflanzen sammeln? Dann habe ich die beiden eigentlich für immer. Kann ich das komisches Ding sein lassen? Weil danach brauche ich es ja nie wieder. Na, guck mal, da ist schon mal das eine. Gut geärgert. Herr Klassenlehrer. Warum? Ach ja, hauen habe ich ja was gegeben dafür. Holger und
Akaya, macht ihr mal so lange Wasser. Wenn ihr mal könnt. Ich höre Unheil! What the hell? Checkpoint. Wir nehmen den Checkpoint. Definitiv. Was zum Geier war das? Danke für den Rage, Yannick. Was zum Geier ist da gerade passiert? Ich gehe mal sicherheitshalber vielleicht gleich auf einen Berg. Kam da auf einmal so ein riesen Maul aus dem Boden. Was zum Geier? Ich hab mich gerade mega erschrocken. What the hell? Spiel. Yannick, du bist ja jetzt da. Ich gebe dir jetzt eine Transformation, über die wirst du dich sehr freuen. Dir wird jetzt zur Abwechslung mal was Gutes getan. Es ist eine wunderschöne Transformation, ich habe sie schon gesehen. Pass auf. Falsche Taste. Jetzt bist du Kristall, Yannick. Du hast dich entwickelt. Ich hoffe, die Transformation gefällt dir. Wie doch nur da hoch. Wie sind diese komischen Sushi-Rollen? Was? Das war doch kein Mobbing. Ich habe dir gerade eine tolle Mutation gegeben. Nein, 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 nein. So, die ultimative Streubombe. Ich fand die Transformation toll. Das war jetzt nicht zum Ärgern gedacht, wie du es letztens angesprochen hast. Ich hab die Abmod gesehen. Dass ich immer gemein zu dir wäre. Oh, ich liebe dich zu ärgern. Kann man dieses Riesenvieh von oben irgendwo sehen? Nein. Ist das einfach eine Gefahr in der Wüste, wenn ich so lange stehen bleib? Was brauche ich denn noch? Das Auge will ich eigentlich nicht so wirklich verwenden. Weil ich brauche ja nur noch zwei davon. Ich brauche diese Knitterfrucht. Wo könnte die sein? Nebenbei, das fällt mir jetzt wieder ein. Nicht wundern, dass hier dem einen oder anderen sein Job gerade fehlt. Da kam auf einmal so ein ganz schnelles Ding, was löschen kann. Und ich konnte es einfach nicht verhindern. Egal, wie oft ich es versucht habe. Ich hoffe, dass du trotzdem sehr viel Spaß an dem Projekt hast, Yannick, obwohl du dich hier so mies behandelt fühlst. Versuche es schon zu vermeiden. Wenn ich die... Ich glaube, das ist das Teil, was den Rest holt. Danach kommt, glaube ich, der Riese. Einen Moment. Mutationsbaum? Nein, nee. Hier. Gegenstände mischen. Was Neues freigeschaltet. Yay. Schwimmhäute kann ich durchgehend haben. Das kann ich durchgehend haben.
Mann, die Liste füllt sich langsam. Dafür brauche ich noch ein weiteres von diesen Tarndingern. Ist auch das, was ich mir am ehesten gerade machen kann. Wenn man ganz ehrlich ist. Ja, das taucht da auf, wo dieses Auge einmal rausgeploppt ist. Warte. Genau, track mich einmal. Und dann hoffe ich, dass du hier irgendwo rauskommst. Und dann will ich dich einmal analysieren. Was bist du? Muschborock. Was ist ein Muschborock? Muschborock, Muschborock. Da. Ist ein großes räuberisches, zweischaliges Weichtier, das in der Wüste vorkommt und unter der Erde lebt. An die Oberfläche kommt er nur, um seine Beute zu fangen. Der bricht aus dem Boden hervor. Ach, damit kann ich die Raubtiere auch loswerden. Das Ding sieht schon interessant aus, muss man etwas sagen. Und das Vieh kann auch noch irgendwas droppen. Aber wahrscheinlich nur, wenn der irgendwas gefressen hat. Bitte friss den. Komm, friss den. Gönn ihn dir. Alles in Ordnung, ich kann mir ja den Filterrüssel machen. Zur Not. Glaube ich, mache ich auch einmal, weil das ist der nützlichste Rüssel, den ich mir gerade machen kann. Bringt mir mehr als diese Tröte, die ich gerade habe. Dann ist es wenigstens nicht schlimm, wenn ich da runterfalle. Also der Muschborock hat eine Perle. An die will ich wahrscheinlich ran. Und es ist quasi unmöglich, da ranzukommen. Ist meine Vermutung, wie die Muschborock funktioniert. Wo ist eigentlich der Eingang zu das da? Auf der Seite. Okay. Da ist der Böse. Ab in den Tempel. Entschuldigung, in den Schrein. Das sieht lecker aus. Ein Verteidigungsmechanismus. Was this some futile attempt to keep out the servants of the cylinder? Or was there another reason? Was genau soll ich machen? Ach, ich soll das mit Wasser beschießen? Oder womit? Wie wusstest du, dass ich kaum noch Wasser habe? Ah. Von denen brauche ich ein paar. Das weiß ich. Kann man irgendwie ein paar davon mitnehmen? Warum kann nur ich durch die Dinger durch? Macht mal ein bisschen Wasser. Vier von denen brauche ich zum Mitnehmen. So, die habe ich, die packe ich mal beiseite. Schärfer halt du die Sachen mal. So, den Rest kann ich jetzt Sunny geben, dann kann er daraus Kristalle machen. Die braucht man auch haufenweise. Okay. Wieder ein volles Inventar. Sunny gibt die Bomben her.
weiß, du hast eine explosive Ader. Du musst die Bomben loslassen. Darf nur der durch, der das Ding mit Wasser beschießt? Achso, das Ding muss runter. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich esse es. Einfach, weil es lecker aussieht. Okay, ich darf einen Fußball schieben. Nicht damit. Bin durchgekommen. Ich habe was gefunden. Was habe ich gefunden? Muss testen. Was habe ich hier? Komischen Rüssel. Ich kann jetzt eine Rauchwolke machen, die als Tarnung dient. Okay, ich kann Staub pusten. Warum will man sowas haben? Ah, ich muss den Fels bis da vorne hinbringen, oder wie? Nee, geht gar nicht. Man den gar nicht so weit durchschieben kann. Ach, wahrscheinlich. Einmal so zack, dann sieht's mich nicht mehr. Ein Moment, ich muss warten, bis es wieder weg ist oder ich zumindest nutzen kann. Interessant. Und dann bringt mir das Ding doch nur hier drin mal was. Oder etwa nicht. Ich wollte nur das Inventar ein bisschen leerer haben. So. Yannick, mach mir bitte Munition. Bitte, wir vertragen uns doch wieder. Ich weiß, ich werde morgen den ganzen Tag nur am Haken hängen. Okay. Ich gebe den Rauchkack mal weiter. An den Hamster Holger. Ach nee, doch nicht. Der will das nur verbraten. So. Ich hab einen Stein. Was? Habe ich irgendwie mit diesen komischen Stampffüßen? Nein, aber ich kann sie machen. Hätte ich sie dabei. Mir kommt eine andere Idee. Komm, spreng es bitte auf. Es ist offen! Ui! Yannick, warum hast du alle gesprengt? das Ding liegt hier nur einmal rum. Ich habe Angst, es dir zu geben, weil ich dann wieder als Mobber gelte. Ich will dir nichts Böses mehr antun. Ich habe genug getan für einen Let's Play. Ich glaube, du bist mir dankbar, dass ich es dir nicht gegeben habe. Obwohl, jetzt bin ich so eine komische Schildkröte mit einem langen Rüssel. Weiß nicht, ob es bei mir besser aufgehoben ist. Naja, jetzt muss ich da hoch einmal. Und das Ding blenden, ne? Brauchte ich das Zeug nicht auch für irgendeinen davon? Nein, nee. Der Tarnot auch nicht. Da brauche ich nur das Auge. Ich müsste nochmal so eine komische Perle finden. Nee.
Kann ich also verwerten. Nur die 4 Steinchen, die ich gerade habe, werden noch gebraucht. Ach so, der muss mich im Blick behalten. Ups, falsch rum verstanden. Wenn mich aus den Augen verliert, dann geht die Brücke weg. Okay, wie muss ich laufen? Okay, jetzt kann ich durch, oder? Geschafft! Ich weiß jetzt, wie die Karte aussieht. Ja! Ich muss wieder der Schlange hinterher. So, wo ist Ausgang da? Oder? Nee, im Ernst, wo ist Ausgang? Hier. Naja, jetzt haben wir einen kleinen Panzer, der uns vor kleinen Viechern schützt. Da hinten sei ruhig. Geht's mir nur Böses. Ich wüsste immer noch gern, wie man an diese Teile von dem riesen Muschelvieh kommt. Vielleicht einfach das Muschelvieh angreifen? Ist das eine Option? Warum ist meine erste Reaktion, dass ich irgendwas angreifen will? Muss auf jeden Fall jetzt aufpassen, wenn so ein komisches Ding aus dem Boden kommt. Ich brauche eh noch eins von den Tarndingern. Also kann ich da ruhig gleich rangehen. Ich würde gern allen die Beine geben, wenn es möglich ist. Warte mal, ich gebe denen erstmal irgendwelche anderen Beine. Dann gebe ich allen die 4 Beine. So. Jetzt habe ich das. Jetzt mögen alle die schnellen Beine haben. Dann können wir wenigstens alle schneller rennen. So. Nach wie vor aufpassen. Wir immer noch wissen, was ist das Leuchteding. Letzten Versuch wurde ich aufgehalten. Aufpassen auf Viecher, die sich im Boden verstecken. Ach, das ist die Scheibe, die ich suchen soll. Aber sie ist kaputt. Ja, die ist aber kaputt. Was this one of the lenses the elder had mentioned? Without the knowledge required to use it, the Trevum would have to leave it behind. Ich glaube, ich muss das Ding gegen den Stein schmeißen, sonst geht's nicht kaputt. Gut gemacht, Schalding, du hast es ins Wasser geworfen. Irgendwie habe ich das Ding noch gerade eben aufgekriegt. So. Brauche ich nur noch eins von diesen komischen Objekten. Compendium. Habe ich das überhaupt? Fellbaumzapfen. Was ist denn ein Fellbaum? Das nicht. Ich weiß, dass ich auch noch ein paar von denen da brauche. Warte mal. Erstmal wieder in den dicken Holger, bitte. Ach nee, das ist der falsche. Sei frei. Wie an Land. Gebe ich mir einmal die Schwimmhäute. Kann ich jetzt mehr gebrauchen. Oh, dann schwimmen wir wenigstens alle schneller.
Da hinten ist auch irgendwas im Wasser. Kann ich es einsammeln? Nee. Welcher Turm ist am nächsten? Der, der mich jetzt nicht umbringen wird. Ich werde es eh nicht mehr an Land schaffen. Gehe ich zumindest von aus. Ich habe jetzt einfach den genommen, der am nächsten am Land ist. Am schlauesten ist rechts rum. Okay, ich schaff's doch noch. Nicht durchs Wasser. Dauert zu lange. Ich finde es ja jetzt so schön, dass ich einfach so dazwischen durchwechseln kann. Olga! Da ist dein Futter. Das wieder alles für mich tragen. Nein, geh weg! Mag das Ding nicht. Das pestet mich die ganze Zeit. Wie sieht der dicke Holger eigentlich mit vier Beinen aus? Irgendwie ganz normal. Oder habe ich die gerade gar nicht vergeben? Nee, ich scheine die gar nicht vergeben zu haben. Währenddessen, du darfst auf alles aufpassen, was ich gesammelt habe. Komm, ich will auch leuchten. Die nehme ich mal. Das kann ruhig verwertet werden. Das sieht sehr merkwürdig aus. Mit vier Beinen. Ey, mit dem... der Panzer plus diese Kristallhaut sieht meiner Meinung nach richtig geil aus. Freu mich gar nicht mehr für den Panzer schämen. Von dem brauche ich drei, das weiß ich noch. Was konnte ich damit nochmal machen? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach ja, die Sprungbeine. Olga, pass du mal drauf auf. Sprungbeine hätte ich nämlich auch sehr gern. Okay, bevor ich jetzt hier anfange zu rollen, weil das ist ja offensichtlich der beste Weg, den ich zur Verfügung habe. Ausdauer. Die ist voll. Ich guck nochmal. Ja, das ist der beste Turm, den ich zur Verfügung habe. Schneller machen kann ich mich nicht. Anfangen. Let's go! Versucht am Leben zu bleiben, Jungs! Ich kann nicht für eure Sicherheit garantieren. Vor allem nicht in das verlockende Licht. Das wäre noch mehr euer Tod. Ich brauche Ausdauer. Turm, ich komme. Wir können uns danach um alles sorgen. Ich hoffe, keiner von denen aktiviert den. Rennt, Leute, rennt! Dafür habt ihr die Beine. Ihr Leben, ja! Auf die zwei! Ihr seid gerade so noch entkommen. Warum habe ich die Beine nicht? Kann ich die so nur einzeln vergeben? Oder was ist los? Ja, behalte diese Munition mal bei dir. Die Gasmunition. Nutz die, wenn ich sie brauche. Okay, das
Licht, das vom Himmel kommt. The Trebbam were reminded of all the many creatures that had fallen before the cylinder. Ah, da kommen wieder diese Himmelstrufe-Fahler. Zu dem Vieh muss ich eh nochmal. And the Trebbam felt the weight of the bad news they carried. Okay. Da kann ich ein paar Leute abgeben. Und natürlich ist bei der Truhala noch ein Tempel. Bringst du mich um, wenn ich in die Nähe komme? Natürlich tust du es. Zumindest versuchst du es. Du musst nur nah genug rankommen. Hallo? Du mir das friedlich lösen? Beam mich rauf! Beam mich mit! Mit! Ich steck fest! Ist hier ein Tempel? Ja, da ist was zum Aktivieren. Leute! Stimmt, Sherpa hat ja das dritte Auge. Das fällt mir jetzt erst ein. Kompendium. Fellbaumzapfen. Gibt's das hier in der Nähe? Ja, gibt es! Einmal kurz, damit er die Dinge sammeln kann. Irgendwo hier soll es die geben. Von dem Teil muss ich die runterbekommen. Ja, da gibt's dann ja nur eine Option, ne? Nehmen. Erstmal weg, hier alle. Ich habe keinen Bock, einen von euch hochzujagen. Und hoffen, dass es umfällt. Geht nicht. Komm ich da oben bitte dran? Wahrscheinlich mit der Fliegefrucht. Ja, toll, die habe ich gerade überhaupt nicht. Es ist so nah und doch so fern. Steht die Möglichkeit, dass die Dinger runterfallen? Wenn nicht, dann komme ich da nie im Leben dran. Ein da. Höhle des Ältesten. Wo ist der stylische Schildkrötenpanzer? Hier jetzt gelandet. Natürlich ein Hitzeort. Was ist das? Endlich! Leute, jeder einmal schlucken. Ihr solltet das Zeug schlucken, nicht verwerten. Oder geht das direkt für alle? Das Zeug geht für alle. Habe ich das im Mutationsbaum jetzt? Ist es denn überhaupt? Müsste doch unter dem Bereich Haut sein oder nicht? Doch, das hier ist es.
Aber momentan habe ich dazu noch nichts. Naja, Hauptsache, man kann hier jetzt überleben, ne? Macht mir die Wüste auch nicht mehr so viel. Was habt ihr jetzt schon wieder eingesammelt? Ich kann mir gut vorstellen, dass ich diese beiden Feuerdinger in Kombination dafür brauche. Hört auf, das Zeug immer direkt verwerten zu wollen. Leute. Fiel mir gerade ein, von dem Zeug brauche ich auch noch was. So, wo muss ich lang? Ja. Steinchen. Sunny. Guten Appetit. Das sind nur diese komischen Rauchnüsse. War noch versuchen runterzuspülen. So, am Meer komme ich wahrscheinlich nicht ran. Genau zum nächsten Checkpoint. Oh. Aua. Bitte lass mir den Schildkrötenpanzer. Schärpe, geh du mal dahin. Ich bedenke nie, dass die ein volles Inventar haben. Stimmt ja eigentlich. Warum gebe ich das nicht einfach ihm? Das eine Ding kann ich ruhig mal verschießen. Brauch's eh nicht. Wo ist es hingerollt? Weiß nicht, wozu ich das brauche, ne? Ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommt. Chopper, viel Glück. Aufnahmefähige Augen ermöglicht es, sonst nicht wahrnehmbar nicht für Künstler zu sehen, die wichtige Geheimnisse preisgeben. Okay. Sind halt wieder irgendwelche komischen Augen. Was bringt mir das jetzt? Und dann sehe ich noch nichts. Was genau soll ich machen, Spiel? Und wenn es nur eine kleine Information ist, ich will sie gerne haben. Fußspuren folgen oder wie? In das Ding soll ich jetzt reinpusten oder wie? Warte. Da muss ich mir aber erst so eine komische Rauchnuss holen. Das komische Ding. Es ist wenigstens mal eine Information. Feuerrüssel. Ach so, abfackeln. Dann tut sich da was. Endlich! Mann! Was? Wenn ich die jetzt nicht sofort beleben kann, ne? Nein, 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 nein. Nehme ich nicht. Jetzt kannst du sowas von knicken spielen. Aber schön, dass ich jetzt weiß,
Feuerrüssel. Wenn ich das von Anfang an... Was heißt hier, Janik erlöst? Ich tue dir doch schon längst nichts mehr. Ja, jetzt kriege ich die Nachrichten nochmal. The air was suffocating and the heat was almost unbearable. The Trebon would have to make good use of their abilities to overcome the obstacles before them. So, Hitzeschutz, ist ja egal, wer es hat. Immer wird hier alles als Angriff gesehen. So, von dem brauche ich 3. Wie war das? Bloß nicht daneben stehen wollen, ne? Ja. Nein, nicht Holger. Eck da, Leute! Hätte ich gewusst, dass das Ding in die Luft fliegt, ne? Dann wäre ich da gerade eben nicht geblieben. Warte, die Augen, die will ich mir trotzdem nochmal holen. Dass ich die wenigstens habe. Kann ja nicht schaden, sie da beizuhaben. Außerdem muss ich mir die Steinchen hier nochmal runter besorgen. Einfach runterspülen, das reicht ja aus. Kann ich sie einfach aufsammeln. Versuch schon Gutes dir gegenüber zu tun, Janik, und dann bin ich da trotzdem nervös. Ich habe die Transformation mit Flügeln leider noch nicht gefunden. Falls es die gibt. Einfach gönnen. Mir kommt da eine Idee. Das Essen, Rauchrüssel, du siehst nichts mehr. Ich hoffe, da hat niemand eine wichtige Fähigkeit gerade verloren. Jetzt mach doch den scheiß Nebel. Oder bringt er nichts gegen die Dinger? Ich glaube, der bringt nichts dagegen. Verdammte Axt. Leute, macht doch die Bahn frei! Bevor er uns hier die Fähigkeiten weglöscht. Ich will 3 von diesen komischen Dingern mitnehmen. Weil ich sie dabei habe. Weiß, dass da noch welche kommen. Bei denen sind die auch nachgewachsen. So, komm. Das Mindeste, was man bei so einer Permanent-Transmutation gebraucht hatte, war 4, was ich gesehen habe. Also hole ich mir jetzt insgesamt 4. Das dauert einen kurzen Moment. Ich hoffe, die wachsen auch nach, wenn man dann... Ja, man kann auch daneben stehen bleiben. Nee, warte, ich muss 5 holen, weil ich muss die Fähigkeit auch einmal hier generell mir einmal aktivieren. Warum hast du dich jetzt fein gemacht, Janik? Warum hast du hast einfach aus heiterem Himmel auf einmal dich zu Kristall gemacht? Wolltest mal eben kurz fancy sein? Dann geben. Verstehe ich schon. Einfach aus heiterem Himmel machst du dich fancy. Komm,
Jetzt gib her. Ein anderer hat's eingesammelt. Passt. Jetzt lass mich aufs Inventar zugreifen, Spiel. Danke. Oh, manchmal riecht es auf. So, jetzt kann ich meinen Job machen. Ach, wozu will ich mir eigentlich den mit dem Feuer, Rüssel holen? Ich hab da noch einen. Erstmal Wasser auffüllen. Bisschen was essen. So. Warum auch immer ich das eine Teil nicht einsammeln konnte, ich ignoriere es jetzt einfach. Sind auch nochmal Steinchen. Warum denke ich nie ans volle Inventar? Was ist los mit mir? Warum kann ich nicht mal aufs Inventar achten? Wer von euch hat die komischen Augen? Du. Das und das habe ich ja erfüllt. Ist sie jetzt offen? Ja. Und ich muss noch wesentlich mehr kaputt machen. Wo fängt der Schmarrn an? Mal kurz gucken, wo fängt's an? Da unten. Irgendwer mit einem Feuerrüssel. Bleibt ja nur einer. Bleib bloß nicht da rein. Wehe, die anderen kommen hinterher. So, das brennt. Nicht sie weg. Und jetzt Spektakel beobachten. Ich kann mich zurücklehnen. Vor allem, weil es mich nicht erwischt. Sagte ich, und dann macht's auf einmal neben mir Bumm. Ist doch schon kommen. Ist über mir so eine komische Sprengkapsel? Ja, da ein bisschen weiter links. Ich gehe mal ein bisschen weg. Oh, 24 von den Steinen habe ich mittlerweile, sehe ich gerade. Da kann ich mir dann einiges gleich machen. So, und die explodieren jetzt gleichzeitig? Und da kann ich jetzt hin und da sind die komischen Kubus-Dinger. Hätte ich die Perle, dann könnte ich mir auch hier den Kubus für immer machen. Ich brauche zwei von denen. Für die Transformation, also wenn ich die für immer haben will. Ich glaube, die wachsen auch nach, also warte ich eben kurz. Dann muss ich mir nicht wie immer wieder diesen Kubus holen. Muss ich nur noch einmal so eine Schnecke finden. Ich meine, die wachsen nach, ich bin mir nicht sicher. Ja, die wachsen nach. Bitte komm. So. Du hast noch keine körperliche Transformation. Hier bitte. Und ich geb's nur Sunny, weil er es nicht verwertet. Warum bin ich bei Holger? Nicht in die Lava fallen. Tut bestimmt ganz dolle weh. Wo sind alle, wenn man sie braucht? Haben sie einfach verkrochen? So, du da. Mitkommen. Ich merke mir jetzt auch für draußen. Draußen kann ich die Dinger kaputt machen mit dem
Feuer. Ah, und jetzt sind die offen. Jetzt muss ich die aktivieren gehen. Endlich kriege ich mal Input. Ganz ehrlich, einfach mal ganz kurz einen Pfiff drauf geben. Ja, aber geh da weg. Soll bitte nur einer hier drauf stehen. So, wenn ich schon hier bin. Shining Inventar. Irgendwann lerne ich's noch. Tote, der Älteste. Jetzt sehe ich schon wieder einen Opa. Hallo. Ich hätte gern erst die Kristalle da. Oder ist da direkt der Ausgang? Scheint nicht so. Die sind gerade ein bisschen wichtiger, weil man die für alles braucht. So, jetzt kann ich mit dir reden. Man muss Prioritäten setzen. Wie das Storytime. Du siehst halt auch mega interessant aus. Ein eben solches Ende, du willst überrollt werden. Okay. Och. Ja. Wander in the desert, looking for the brightest glare you can find. Follow the glare until you find a creature made of glass. You may have encountered one already, but to activate them, you will need. Man braucht eine spezielle Mutation, eine, die wahrscheinlich Licht ausstrahlt. Es waren diese komischen Fliegeviecher, ne? Ich muss die Gars hier suchen, damit sie irgendwelche Gar-Sachen machen. Super. So, es war schön, dich gekannt zu haben, alter Mann. Weiter geht's. Ach, da fällt mir ein. Welche von den Transformationen war das? Die war's. So, damit ich gegen die Hitze draußen gewappnet bin. Hopp. Und hier geht's raus, ne? Und raus aus der Höhle. Was ist jetzt mit meinem Schlangenkumpel? Digga, war es dir auf dem Teil gerade nicht ein bisschen warm? Oh ja, ein bisschen Futter. So. Wisst ihr immer noch gerne, wie man an denen da drankommt? Weil ich brauche ja nur drei von denen und ich kann mir instant hier die Tarnung für immer holen. Hochklettern ist keine Option, das wird nicht funktionieren. Nie im Leben. Das funktioniert auch nicht. Ja, ich brauche da wahrscheinlich wirklich diese Fliegefähigkeit. Warum ist da so ein bedrohlicher Nebel eigentlich?
leuchtet doch auch schon wieder was Schönes. The Trebum were far from delicate, but the stench of these plants was too much even for them. Also Ekelpflanzen. Ach, die mitnehmen? Und einmal so einen Wasserbottich schmeißen, oder? Hallo? Nimm's? So, und jetzt wird's gereinigt, oder? Nee, ich muss die selber nass machen. Okay, ich habe falsch gedacht. Nein, ich geb's nicht Yannick. Der meckert mich. Du meckerst mich dann nur an, weil ich dir eine Stinkepflanze gebe. Das darf ich mir dann die ganze Woche anhören. Da gebe ich lieber Sherpa. Der wird nichts sagen. Moment. Den Text will ich nochmal lesen. Lässt die Haut einen starken Geruch absondern. Manche Lebewesen empfinden dies als abstoßend, andere wiederum als sehr attraktiv. Die Drehpuppe urteilt nicht. Was für eine komische Transformation man hier kriegt. Ich sag doch, hätte ich dir das gegeben, du hättest mich ich hätte mir was anhören müssen, weil ich dich so stinkmorschel mache. Das weiß ich jetzt schon. Ich mach dich nicht so stinkmorschel, keine Sorge. Warum gibt's so ein Ding überhaupt? Ich nehm's einfach mal mit. Kann es sein, dass man sich damit von der Muschel vielleicht fressen lassen muss, dass sie dann kotzt? Wäre doch eine Möglichkeit. Also ich würde schon kotzen, wenn ich auf einmal sowas im Mund habe. Ich kann mir ja mal auch einen weiteren Kameraden holen. Dass ich ein bisschen mehr tragen kann. Weil irgendwie wird es gerade knapp mit dem Inventar. Da vorne ist es. Oder ich hole mir einen neuen Kameraden. Das wäre Option 2. Was kostet mich der Kamerad, bevor ich überhaupt versuche? Das ist das Heslon-Ding. Achtung, dass es mich nicht sieht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding aufhalten soll. Das Ding kann man nämlich auch die Fähigkeiten löschen. Skelett ist böse. Gucken wir mal kurz die Stampffüße. Ach so, das Ding ist schon genutzt. Okay, daneben nicht. Ich wollte sie ja nur mitnehmen. Okay, in der Richtung ist der Turm. Das ist der beste, den ich kriegen kann. Und da vorne ist auch so ein Teil zum Sachen holen. Let's go. Hier oben lang rollen, habe ich gehört. Dieses Ding ist so ekelhaft. Okay, ein bisschen rennen. Dafür habe ich ja die langen Beine. Ich würde gleich hier nochmal gucken, ob wir jetzt tatsächlich eigentlich in Kapitel 3 sind. Müssten ja eigentlich. Das habe ich gerade eben nämlich nicht irgendwo gesehen, dass da steht Kapitel 3.
Kapitel 1 und 2 stand da nämlich was. Haut der ab, wenn er dich riecht, Feidi? Das war gerade ein interessanter Anblick, wie der einfach so einen Hechsprung drüber macht, gefühlt. Warte, Karte wollte ich eigentlich. Genau. Gibt ja nur eine Sache, die wir machen können. Aber da ist jetzt auch was, das mal ausprobiert werden muss. Abfackeln. Och, schon wieder so ein Ding. Mal gucken, was dabei rauskommt. Olga, tust mir einen Gefallen und isst mal eins davon. Oder hilft das nur bei der extremen Hitze? So. Brennt ab. Mal gucken, was dabei rauskommt. Oder kommt dabei nichts raus? Nur, dass ich eine arme, unschuldige Krabbe aus Versehen gesprengt habe. Ach, Spiel, du willst mich doch komplett verkohlen. Weiß man was? Wir machen hier einfach beim nächsten Mal weiter. Ich habe für heute keine Lust mehr. Speichere hier jetzt manuell. Geh ins Hauptmenü zurück, weil ich auch gucken will hier wegen Kapitel. So, bei Kapitel. Nein, ich hab's tatsächlich noch nicht, oder? Doch, ja, wo ich schon bei dem einen da war. Da habe ich schon das neue Kapitel. So, ich hoffe, jeder hatte Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Follow auf Twitch da lassen. Das war ein anstrengender Abend. Ich werde sehr viel für YouTube cutten müssen. Das heißt, es wird lange dauern, bis das hier online kommt auf YouTube. Aber wenn es online ist und es gefallen hat, bei YouTube ein Abo da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.